In diesem Video zeige ich dir die wohl vier häufigsten Fehler, die ich bei meinem Golfunterricht bei Amateurgolfern mit dem Driver sehe. Und vielleicht ist auch deiner dabei, also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und in meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du deinen Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen willst, dann würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben zu drücken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Ein sehr, sehr häufiger Fehler, den ich immer wieder bei Amateurgolfern sehe, ist folgender. Sie nehmen die Ansprechhaltung ein mit dem Treiber, machen einen vollen Schwung und treffen dann auf einmal den Boden vor dem Ball. Und zwar nicht ein bisschen, sondern wirklich deutlich davor und ziehen so eine richtige lange Furche. Was dann passiert ist, dass der Schläger abprallt, die ganze Energie verliert und auch verkantet. Und damit kann es passieren, dass der Ball A nicht gut getroffen wird, B natürlich, dass Länge verloren geht. Das Witzige ist, dass es den meisten Golfern gar nicht auffällt, dass sie vorher in den Boden hineingeschlagen haben. Gründe dafür kann es viele geben. Natürlich fallen mir etliche technische Sachen ein, die da passieren können. Aber meistens ist es eine Sache der Aufmerksamkeit. Man achtet nicht darauf, dass man den Boden nicht berühren soll mit dem Driver. Und ich würde dir empfehlen, dass du beim nächsten Mal, wenn du eigenartige Drive schlagst, einmal reflektierst, ob das einer der Gründe sein könnte dafür. Ein zweiter häufiger Fehler, den ich immer wieder beim Amateurgolfer sehe, ist folgender. Und zwar, er kommt mit dem Driver viel zu steil auf den Ball und der Eintreffwinkel ist negativ. Das heißt, er schlägt den Ball in der Abwärtsbewegung. Warum ist das so schlecht? Sobald man mal auf einen Dopplerradar wie den Trackman kommt und sieht, dass der Schlägerkopf steil, also abwärts zum Ball kommt, verliert man einen Haufen an Länge. Das können schneller mal 30, 40 Meter sein, was der Unterschied zwischen einem Eintreffwinkel von 5 Grad abwärts und 5 Grad aufwärts ausmachen kann, mit derselben Schlägerkopfgeschwindigkeit. Wenn Amateurgolfer zu steil kommen, bekommen sie einen viel zu flachen Abflugwinkel, der Ball hebt nicht ordentlich ab, fliegt viel zu kurz und auch Fehlschläge sind vorprogrammiert. Also bitte sei dir sicher, dass du den Ball zumindest eben triffst, wenn nicht sogar ein wenig in der Aufwärtsbewegung. Das Thema, den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen mit dem Driver, ist leider ein etwas komplexeres, als dass ich jetzt einfach nur einen kurzen Quick-Tipp gebe, wie das funktioniert, aber man kann schon eine Idee bekommen, wenn man folgende Übung macht. Und zwar habe ich ca. 30 cm links vom Ball und etwas unterhalb vom Ball eine Schlägerhaube platziert, die mir ein Hindernis bietet, in das ich nicht hineinschlagen darf. Ich simuliere jetzt quasi die Ansprechposition, zuerst beim Ball und gehe dann weg und versuche einen Schwung zu machen. Und schaue jetzt, wie komme ich zum Ball. Wenn ich zum Beispiel jetzt merke, dass diese Schlägerhaube ein Problem für mich darstellt, dann bin ich mal fix zu steil. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte versuchen, dass ich hier an der Schlägerhaube vorbeikomme. Sprich, ich komme von der Unterseite hier und schwinge hinauf an der Schlägerhaube vorbei. Vielleicht siehst du dann hier, dass ich nicht nur die Arme dabei einziehe, sondern sich der ganze Körper bei mir streckt und dass ich nicht am rechten Fuß bin, sondern am linken und es sich trotzdem ausgeht. Aber es ist auf alle Fälle eine gute Übung, dass man eine Idee bekommt, wie der Eintreffwinkel mit dem Driver sein soll. Ein dritter häufiges Problem, das Amateurgolfer mit dem Driver haben, ist das der Mittigkeit auf der Schlagfläche. Und zwar, sie treffen den Ball entweder zu weit oben oder zu weit unten. Und das in Korrelation mit der Auftiehöhe. Nachdem du ja vorhin gehört hast, dass der Ball ja prinzipiell in der Aufwärtsbewegung oder nahe der Aufwärtsbewegung getroffen werden soll, empfiehlt es sich, den Ball etwas höher aufzutiehen. Das wissen manche Golfer und kennen das aus diversen Magazinen oder vom Golfunterricht oder woher auch immer. Das Problem ist nur folgendes: Wenn du den Ball hoch auftiehst, aber dein Schwung
ist einer, der sehr steil und abwärts auf den Ball geht, dann wirst du dazu neigen, den Ball hier oben auf der Schlagfläche zu treffen und fangst dann an, diese berühmten, wie man in Österreich sagen, Bürgermeister zu schlagen, also, oder Kerzen kann man auch das nennen. Also die Bälle werden nicht sehr weit fliegen, eher hoch und kurz, und das hat wirklich oft damit zu tun, dass man den Ball zu hoch auftieht, obwohl der Eintreffwinkel nicht dementsprechend flach ist. Andersrum, wenn ich den Ball zu flach auftiehe und ich bin jemand, der den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft, ja, es sei denn, ich jetzt den Ball auf einmal beginne, hier unten zu treffen, weil der Ball ja bereits hier beim Raufgehen ist, und wenn der Ball nicht hoch genug aufgetieht ist, wird er eben zu weit unten getroffen. Und da kann es auch passieren, dass man manchmal den Driver auf der Unterseite trifft, also gar nicht auf der Schlagfläche. Deswegen zahlt es sich auf alle Fälle aus, dass man ein wenig mit der Teehöhe experimentiert, beziehungsweise auch hier wieder sich von einem Dopplerradar, einem Trackman zum Beispiel, messen lässt. Wie ist der Eintreffwinkel normalerweise beim Driver? Weil dann bekommt man eine Idee, ob man eher hoch oder eher tief auftehen soll. Jetzt werde ich dann oft gefragt, wie hoch soll man denn den Ball beim Driver aufziehen? Wie gesagt, es ist etwas abhängig davon, von meiner allgemeinen Art und Weise, den Driverkopf im Treffmoment zu bewegen, eben steil oder flach oder neutral. Aber wenn man so eine Standardantwort sucht, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich vernünftig, dass man versucht, vielleicht einen Drittel des Balles, also knapp die Kappe des Balles, überhalb der Krone des Schlierkopfes rausschauen zu lassen. Dann ist man in der Regel relativ auf der sicheren Seite. Der vierte häufige Fehler, den ich bei Amateurgolfern sehe, ist der, dass sie zu langsam schwingen. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe gesagt, dass sie den Schläger zu langsam schwingen und nicht zu schnell. Meistens ist es so, wenn man den Schlägerkopf schnell schwingt und den Ball in der Mitte trifft und der Eintreffwinkel passt, dann haben wir Voraussetzungen, dass wir den Ball sehr, sehr schlagen können. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, wenn wir ein gutes Score erzielen wollen. Ist man jemand, der den Ball häufig rechts oder links wegschlägt, beginnt man dann leider als Reaktion oft den Driver langsamer zu schwingen, weil der Driver dadurch auch gerader fliegt. Klar, weniger Geschwindigkeit, desto weniger Abweichung, und das gelingt natürlich dann auch. Aber was noch häufig vergessen wird, ist das, dass der Driver ja dadurch auch wesentlich kürzer fliegt. Und sobald dir auffällt, dass dein Fünferholz oder dein Dreierholz gleich weit oder sogar länger fliegt wie dein Driver, dann würde ich mir darüber Gedanken machen, ob du den Driver nicht zu langsam schwingst. Ich habe eine kleine Übung für dich, damit du sehen kannst, ob du maximal schwingst oder zumindest eine gute athletische Schlierkopfgeschwindigkeit hast. Und zwar, ich möchte, dass du beginnst, zuerst einen ganz normalen Schwung zu machen, ganz gemütlich. Mal schneller und beim dritten Mal so schnell du kannst. Wenn dir die dritte Variante komplett fremd ist, dann verspreche ich dir, dass du viel zu langsam schwingst. Mich würde sehr interessieren, ob du dich bei einem der vier Fehler wiedererkannt hast. Vielleicht kannst du kurz hier unten kommentieren, ob dem so war und ob du etwas daran ändern konntest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest und es eventuell auch mit deinen Freunden teilst. Und hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren, wenn du das möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.